Hey ho, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ich bin's wieder, der Red. Und hey ho, und herzlich willkommen zu... Ja, wer sagt's denn? Assassin's Creed. Ja, und wir waren hier letztens stehen geblieben nach dieser... dem Desaster im letzten Part. Und ich habe jetzt auch die Soundeinstellung etwas in, reguliert. Und ich hoffe mal, es müsste jetzt vom Sound her okay sein. Hoppala. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Warum würde jemand so etwas tun? Ja, Fun halt. Ne? Ja, egal. Whatever. Wir waren hier letztens stehen geblieben und wir sollten... Er scheint sehr in Eile. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Vorteilhaft zum Meister zurückzukehren. Soweit unser Kumpel Rauf, so wie er letztens hieß, gesagt hat. Und ja, gehen wir mal diese Burg hinauf. Also von der Atmosphäre her ist es immer noch geil. Es ist zwar jetzt keine Battlefield 3, Frostbite 4, 50 Engine, aber ja, es sieht noch schmuckig aus. Ein prächtiger Anblick, wie Ezio Auditore sagen würde. Aber den lernen wir noch in den späteren Teilen kennen, die ich sehr bestimmt nachholen werde. Was heißt bestimmt? Auf jeden Fall natürlich. Das ist ja so Creed, das sind die Dinge, die muss man einfach gespielt haben. Ist ziemlich schade, dass sie nur das endlich kehrt er zurück. Hat. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Ja, mein Lieblingsassassine nicht. Ja, die nehmen wir noch später noch in Revelations kennen. Achtung, Spoiler. Aber dazu sage ich jetzt nicht mehr. Nichts mehr zu diesem kleinen Thema. Hi. Welche Ehre. Hi. Und man hört es vielleicht schon, wir sind ein sehr angesehener Assassine. Sogar einer der besten. Der Meister erwartet euch. Vielleicht laut meines Wissens. What's up? Schaut bis jetzt ganz gut aus. Was geht ab? Altair. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Oh, scheiße. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Jo, ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Hey. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun.
Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Sieht aus wie ein Osterei. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht ihr den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay, wir sind jetzt im Krieg mit den Templern. Ja, war ja klar, dass der sein Osterei zurückkam. Oh nee, ey. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten, aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Okay. Wir sind jetzt hier im Krieg in Massiaf, denn die Templer von Bohem sind wieder da und die wollen anscheinend ihr Osterei wieder haben. Ja, wir nehmen am besten das Kurzschwert. Sehr komfortabel, das Kurzschwert. Und ja, ich wiederhole mich mal wieder, ich kleine Bob. Ein Assassine! Tötet ihn! Haltet ihn auf! Das ist er! Dort, ihr mich abziehen! So, aber ich will jetzt nicht mal so fies sein. Du, wie hast du das? Ja, die KI ist ja ein bisschen fragwürdig manchmal. Aber das will sich nicht umkommen, auf das Spiel zu bessern. Ich hol mir deinen, verliert ihn nicht! Das wird mir auch noch sein. Fortschritt ist ein bisschen komplizierter. Ich muss mal auf Taktik ein bisschen ändern. Das wird ja... In den neuen ist das ein Krieg, ja, da... quasi... der Terminator. Angriff abbrechen! Zurück nach Massiaf! Befehl von Al-Mualim! Was wollen wir? Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay. Und hier sieht man schon, wir haben das ganze Dorf evakuiert. Was heißt wir, eigentlich die anderen? Wir haben ja nur die unseren Tempel abgemurkst. Altair, kommt! Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Alter, ein gutes Gehör. Ist er verrückt? Ist er verrückt. Wo ist mein Bruder? Und hier sieht schon... Ja, was hier sieht schon? Hier sieht hier schon... So Leute versammeln hier sich zu einer Streitkraft. So. Geht auf diese Plattform, Altair. Und das ist, gleich kommt auch noch ein spannendes Feature, was die ganze Assassin's Creed-Reihe eigentlich ausmacht. Aber dazu kommen wir gleich noch. Heide! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiterzulichten.
Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel! So sei es! Bringt mir die Geisel! Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Fahr auf zum Herrn! Mein Bein! Still, oder die Templer werden uns hören. Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde richten. Das kann ein bisschen eng werden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das so 100% schaffen. Da sind wir schon die ganzen Essenz. Halt die Assassinen-Banner. Also des Assassinen-Ordens. Bis jetzt sieht das eigentlich gut aus. Die meisten denken sich sicherlich, ey, Junge, warum kleist du so uns voll mit diesen Assassin's Creed-Infos? Die interessiert doch kein Mensch. Jeder hat doch schon Assassin's Creed gezockt. Ja, das weiß ich durchaus, aber es gibt wahrscheinlich noch den einbaren Menschen, der wahrscheinlich noch nie Assassin's Creed gezockt hat, und dem will ich hier mal so einen kleinen Eindruck geben. Und deshalb diese ganzen Background-Infos. Templer gibt es ja eigentlich heute auch nicht mehr so richtig. Es wurde mal vermutet, dass nach der Auslöschung der Templer, also der Tempelritter, sie ja zu den Illuminaten übergegangen sind. Das könnte auch so ein bisschen zutreffen. Weil die Illuminaten, werden ja auch als Freimaurer bezeichnet. Und da gibt es ja auch ein paar interessante Theorien, die ich mir mal so im Netz so angesehen habe. Die sind sehr sehenswert, sag ich mal. Greift mal gerne an. Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Ja. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Ach was? Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen.
Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden. Direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, alter ihr. Ja, auf jeden Fall, ja. Wen's mal die Gandalf. Ja, wie heißt das jetzt? Gandalf-Mutation ist respektvoll. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hol ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. So, und ich würde sagen, wir haben erstmal für genug für diesen Part aufgenommen. Wir sind schon, glaube ich, über der Aufnahmegrenze, also bei über 15 Minuten. Ihr fragt euch sicher, warum ich nur 15 Minuten aufnehme, weil Sun wie gestern richtig lange rendern will und darauf habe ich keinen Bock. Und ja, bis dahin, euer Red zu Assassin's Creed.